Hallo, schön, dich hier wieder begrüßen zu dürfen beim Happy Mind, Happy Life Podcast. Mein Name ist Vanessa Fritz, ich bin Hypnose-Coach und ich habe die Mission, so vielen Menschen wie möglich dabei zu unterstützen, in ihre Kraft zu kommen und ein glückliches Leben zu führen. Denn ich bin der festen Überzeugung, glücklich sein entsteht im Kopf. Und so lass uns unser Unterbewusstsein ganz gezielt so nutzen, dass es ganz automatisch wie unser Glücksmuskel agiert. Dass wir Glück atmen, denken und leben können, ganz egal wie die äußeren Umstände sind. Und da möchte ich heute mit dem heutigen Thema auch wieder ein bisschen anknüpfen. Und zwar geht es um das übergeordnete Thema Anhaftung. Wie oft wir einfach noch Dinge mit uns rumschleppen gedanklich, die eigentlich ja doch schon lange abgeschlossen sind und eigentlich gar keine Bewandtnis mehr haben. Und ja, wie oft wir einfach nicht loslassen können und warum das so ist. Und ja, da möchte ich jetzt gerne mit dir einsteigen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Ja, und so möchte ich die heutige Podcast-Folge einfach mit einer Geschichte beginnen. Und zwar handelt diese Geschichte von zwei Mönchen. Und diese zwei Mönche wandern zusammen und kommen auf einen Fluss zu, den sie überqueren müssen und sehen dort am Ufer eine Frau sitzen, die ganz offensichtlich aus eigener Kraft mit ihren Mitteln nicht über diesen Fluss kommt. Und so denkt sich der eine Mönch, was soll's, ich nehme sie kurz auf die Schultern und so warten die drei dann durch diesen Fluss. Am anderen Flussufer angekommen, setzt dann der Mönch diese Frau wieder ab, wünscht ihr einen schönen Tag und die beiden Mönche gehen weiter und die Frau zieht auch wieder ihrer Wege, so dass jeder wieder seinen Weg eingeschlagen hat. Und es dauerte so 1-2 Stunden, bis der eine Mönch den anderen anguckt und sagt, sag mal, du weißt schon, dass wir eigentlich keine Frauen berühren dürfen. Und der andere Mönch schaut ihn an, der die Frau getragen hat und sagt, ja, ich habe diese Frau übers Wasser getragen, aber du trägst sie noch immer mit dir herum. Und was soll uns diese Geschichte jetzt sagen? Diese Geschichte sagt eigentlich, dass der Mönch einfach ja der Liebe nachgegangen ist sozusagen und nicht der personellen Liebe, sondern der zwischenmenschlichen Liebe und gesagt hat, okay, diese Frau hat ein Problem, ich kann ihr Problem lösen, ich mache das eben. Mein Gelübde hat ja mit ihr in dem Sinne nichts zu tun. Und der andere Mönch hat es aber so für sich ernst genommen, dass er da noch die nächsten 2 Stunden drüber nachgegrübelt hat und überlegt hat, warum der das jetzt gemacht hat und konnte einfach nicht loslassen. Während der eine einfach physisch kurz losgelassen hat, konnte der andere psychisch einfach nicht loslassen. Und ich glaube, wir alle kennen diese Situation aus verschiedenen Bereichen. Ich hatte neulich hier in Berlin eine Situation, da war so ein, die habe ich auch ganz lange mit mir noch rumgetragen, diese Situation. Da war so ein Mann und der tat so, als ginge es ihm total schlecht, sodass wir ihm vom Kannstein erstmal ja, ein bisschen auf den Gehweg getragen haben mit 3 Leuten und am Ende stellte sich dann heraus, dass es wirklich einfach nur ein Simulant war, der warum auch immer Aufmerksamkeit haben wollte. Habe ich noch ganz, ganz lange in meinem Kopf gehabt, den musste ich ganz oft dran denken, mittlerweile nicht mehr, aber da kommen wir nachher zu. Und ja, ich bin mir ganz sicher halt, wie ich eben schon sagte, dass jeder hat irgendwie so seine Päckchen, die er immer noch so auf seinem Rücken mit sich rumträgt, die zwischendurch nochmal wieder ins Bewusstsein kommen, dann wieder ins Unterbewusstsein verschwinden, dann landen sie irgendwann wieder im Bewusstsein und die einfach irgendwie so in unterschiedlichen Abständen vielleicht auch an den Ort oder an gewisse Situationen geknüpft wieder auftauchen. Und das Spannende dabei ist, schau mal bei dir selber nach, was du so an Geschichten hast, die immer mal wieder aufkehren. Denn viele von diesen Geschichten sind über die Zeit einfach gewachsen. Da hat man wirklich eine Mücke gehabt und im Laufe der Monate, Jahre hat man einen riesen Elefanten draus gemacht, weil man diese Geschichte einfach immer und immer wieder, ja, wieder erlebt hat beim Erzählen und immer wieder in dieser Geschichte war und irgendwie festgestellt hat, Menschenskinder, also diese Geschichte, ne, also und ja, das finde ich immer mega spannend, wie so Geschichten sich halt zum einen auch ausschmücken, aber auch immer weiter an Wichtigkeit gewinnen, obwohl sie doch eigentlich, wenn man mal realistisch ist, gar keine Bewandtnis mehr haben. Und da möchte ich eigentlich auch relativ schnell zu den Tipps kommen, denn wenn wir diese Sachen einfach nicht loslassen können, wir haben einfach immer Ballast mit uns dabei, jeden Tag unterbewusst, der einfach in unserem Kopf agiert, der neue Situationen mit dieser Situation abgleicht, obwohl die vielleicht gar nichts miteinander zu tun haben. Und so belastet uns diese alte Situation, die ja vermeintlich abgeschlossen ist, man erzählt sie ja nur,
so belastet die uns halt im Hier und Jetzt, in aktuellen Situationen immer weiter. Und da ist der erste Tipp, tatsächlich mal reinzuschauen, warum ist dir diese Geschichte eigentlich immer noch so wichtig? Was gibt dir diese Geschichte noch? Gibt dir die irgendwelche Gefühle oder fühlst du dich vielleicht irgendwie nach wie vor verletzt oder falsch verstanden? Irgendwie, vielleicht war da auch ein Missverständnis im Raum, das irgendwie immer noch offen ist. Oder irgendwie auch vielleicht ein Konflikt, der noch nicht geklärt ist, weswegen das immer noch mal wieder bei dir aufploppt sozusagen. Oder sind irgendwelche Schuldgefühle daran beteiligt? Oder vielleicht sogar auch, dass du eine gewisse Form von Anerkennung bekommst, wenn du sie erzählst. Was ja auch total in Ordnung ist. Ich meine, jeder Mensch möchte gerne anerkannt werden. Und wenn wir so eine Geschichte haben, die das natürlich schafft, natürlich erzählen wir die dann gerne. Aber wie gesagt, sie ist halt immer in unserem Kopf und beeinflusst uns nach wie vor. Deswegen schau, wenn du so Geschichten hast, auch wenn sie dir Anerkennung bringen, bringen sie dir in dem Moment gute Gefühle. Ist es eine gute Geschichte oder ist es eine, die dich eigentlich eher belastet? Und dann kannst du noch mal reingehen, wenn du so ein bisschen rausgefunden hast, was dir diese Geschichte eigentlich noch bringt, warum du sie so oft noch mal wieder aufholst, ob es jetzt im Erzählen oder einfach nur im Darandenken ist. Dann schau doch mal vielleicht, ob es vielleicht möglich ist, wenn noch offene Konflikte, Schuldgefühle oder irgendwas da sind, ob du die nicht vielleicht auflösen kannst. Ob du nicht mit der Person noch mal ins Gespräch gehen kannst und sagst, hey, damals ist das und das vorgefallen, ich habe mich so und so gefühlt oder ich habe mich vielleicht schlecht verhalten oder ich kenne deine Situation natürlich nicht so gut wie du. Und auch gerade wenn der Punkt Anerkennung eine Rolle spielt, ob es nicht auch andere Möglichkeiten gibt, diese Anerkennung zu bekommen. Vielleicht an anderer Stelle eben mit einer Geschichte, die dir nicht so einen emotionalen Schaden, klingt jetzt vielleicht zu hoch gegriffen, aber die dich vielleicht emotional beim Erzählen nicht beeinflusst. Schau mal, ob es da irgendwie vielleicht eine Möglichkeit gibt. Und dann als zweiten Tipp, schau mal, wenn es eine Geschichte war, die dich wirklich sehr belastet hat und die vielleicht auch immer noch so ein bisschen schwer auf dir liegt, was war das Positive in dieser Situation? Ich weiß, es gibt Situationen, die sind einfach dreckig und unschön und irgendwie fragt man sich, warum musste ich das jetzt eigentlich erleben? Aber auch in diesen Situationen gibt es eigentlich immer irgendwelche Nebeneffekte. Also war sie wirklich nur schlimm oder hatte sie wirklich, ja, positive Nachwirkungen, irgendwas, was sie nachgezogen hat? Vielleicht ist durch eine gewisse Situation die zwischenmenschliche Bindung zwischen dir und einem anderen Menschen besser geworden. Oder du hättest vielleicht jemanden gar nicht kennengelernt oder du hättest vielleicht gar nicht die Erkenntnis gehabt, dass du das und das gerade nicht magst oder einen Richtungswechsel brauchst. Oder. Wie gesagt, schau da einfach mal ganz gezielt, wo war vielleicht doch so ein kleines Fünkchen Positivität, dass sich vielleicht nicht augenblicklich in dem Moment gezeigt hat, das tut selten, aber dass ich doch so stückweise im Nachhinein hinaus kristallisieren kann. Und dann als dritten Tipp, schreib vielleicht auch, wenn du gedanklich gerade nicht weiterkommst, einfach mal alles auf. Nimm dir ein Blatt Papier, schreib alles nieder und lass wirklich mal alle Gedanken und Gefühle, die da auftauchen, ihren freien Lauf. Mach's auch wirklich handschriftlich, das ist immer noch für den Kopf ein anderes Schreiben, als wenn du es tippst. Und lass wirklich mal alles raus. Schreib einfach wirklich jeden Gedanken auf, vielleicht nochmal Stichpunkte an Rand und was dir auch alles einfällt, weil das schafft einfach Klarheit. Zum einen kann halt dein Unterbewusstsein, deine Gedanken können einmal loslassen, weil es steht jetzt irgendwo, es ist irgendwo festgehalten. Ob du den Zettel danach behältst oder nicht, das ist natürlich ganz dir überlassen. Und es schafft einfach Klarheit, wo eigentlich der Knackpunkt in dieser Geschichte liegt. Was hat dich dazu bewogen, diese Geschichte so lange zu halten? Ist es vielleicht wirklich, dass irgendwas offen war oder eben diese Anerkennung, von der ich sprach? Also da deckt sich das wieder relativ mit dem, warum dir die Geschichte so wichtig ist. Es wird nur einfach klarer, weil es im wahrsten Sinne des Wortes plastischer ist, ne? Und wenn du dann nämlich rausfindest, vierter und letzter Tipp, dass es dir eigentlich nichts mehr bringt, nur dann erzähl die Geschichte einfach nicht mehr. Also wenn sich das, wenn du wirklich feststellst, nö, diese Geschichte, die kann ich eigentlich loslassen, das ist wirklich jetzt schon so lange, es ist schon eine alte Kamelle sozusagen, dann lass sie los und erzähl sie nicht mehr. Und irgendwann wird sie einfach durch neue Geschichten abgelöst.
So, ne, unser Gehirn weiß ja, was es wann erzählen kann und hat da so seine Verknüpfung. Und wenn diese Verknüpfung einfach irgendwann nicht mehr genutzt wird, dann sucht sich dein Gehirn ganz automatisch andere und du findest ganz automatisch einfach andere Thematiken, die dann dazu passen. Es kann so leicht sein. Und ja, in dem Zusammenhang einfach fasse ich nochmal kurz zusammen, worüber wir eben eigentlich gerade gesprochen haben. Und zwar im Grunde genommen darum, dass wir ja viel zu oft Dinge mit uns herumtragen, die uns wirklich beschweren, die im wahrsten Sinne des Wortes wie eine Last sind, wie so ein Rucksack, den wir jeden Tag aufhaben und ja, der uns das Leben eigentlich nicht gerade leichter macht. Und ja, ich habe dir einige Tipps gegeben, wie du es loslassen kannst, diese Geschichten, diesen Ballast, wie du diesen Ballast auch einfach abwerfen kannst und einfach wieder ja gestärkt in die Zukunft gehen kannst. Denn ja, unsere Vergangenheit ist Teil unseres Lebens, aber das Jetzt ist einfach das Leben. Und das finde ich so wichtig zu verstehen, dass unsere Geschichte ist wichtig. Sie hat uns definitiv geprägt. Nicht umsonst haben wir Glaubenssätze und alles. Aber ob es wirklich wichtig ist, die Vergangenheit noch immer mal wieder hochzuholen, das wage ich manchmal in gewissen Punkten zu bezweifeln. Und genau darum ging es eigentlich, ne? Dass gewisse Geschichten, die wir uns immer wieder erzählen, vielleicht einfach nicht dienlich sind, nicht für das Leben, was wir uns eigentlich wünschen. Und ich wünsche mir, dass du halt einfach rausfindest, welche Geschichten dir gut tun und welche Geschichten ja dich beschweren und da einfach unterscheidest und die schönen Geschichten gerne noch 10-mal erzählst oder 20 oder 30 bis zu deinen Urenkeln nachher und ja, die schlechten Geschichten einfach fallen lässt, einfach loslässt. Sie sind da gewesen, aber sie müssen heute nicht mehr mit dir unterwegs sein. Ja, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und mir dein Ohr wieder geschenkt hast und ich hoffe, da war auf jeden Fall ganz, ganz viel für dich dabei und ja, dass du einfach auch gestärkter weiter in deine Zukunft gehen kannst und falls du jemanden hast, bei dem du gerade an den du gerade denken musst, während du diese Folge gehört hast, dann schick ihm doch einfach diese Folge, teile sie mit ihm. Und ich würde mich auch mega freuen, wenn du einfach unter dem Instagram-Post vanessa.fritz, heiße ich auf Instagram, der heute erschienen ist, deine Gedanken zu dieser Folge teilst, vielleicht auch deine Erfahrung, wie du deine eigenen Geschichten, die dich belastet haben, losgelassen hast und ja, da deine Tipps vielleicht auch noch an andere weitergibst und wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und wir haben heute den 1. Juli, wenn diese Folge erscheint, das heißt einen guten Start auch in den Juli und ja, genieß den Sommer, genieß die Tage, die jetzt anstehen und wir hören uns am 15. wieder mit der nächsten Folge. Bis ganz bald, deine Vanessa.